Raft. Letztes Mal haben wir unglaublich viel Zeug bekommen. Wir sind ja sehr gut ausgestattet mit allem Möglichen. Wir wollen jetzt gerade aktuell so ein bisschen wieder Ressourcen aufsammeln, wieder so ein bisschen alles in allem noch krasser werden. Zeug und allem drum und dran. Genau, wir wollen unser Floß jetzt ein bisschen aufbauen. Gerade jetzt mal so 20 Minuten, dachte ich, nehme ich mir jetzt mal und guck mal gerade, was hier so alles geht. Wasser ist genug da. Ich gucke hier gerade mal so, sehe gerade mal, dass wir ein bisschen Fleisch wieder anbraten können schon mal. Ist doch auch immer eine super Sache, da die Haifische da rumschwimmen. Nehmen wir uns auch mal das Haifischfleisch. Ne, das war einfach nur... Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt gerade ein Haifisch ist, der... an unserem Fluss knabbert. Guck mal, da schwimmen wir beide. Ah, die Raubtiere, die Jäger. Okay, ich muss hier eigentlich die Kartoffeln fertig machen. Ja, die Strömung ist mit uns, der Wind ist auf unserer Seite. Ah, guck mal, kaum noch genug Wasser da, ist das super, das war da noch kurz geschaut. Wir wollen auf jeden Fall weiteres cooles Zeug bauen. Und zwar wird als nächstes hier eine Sauerstoffflasche gebaut, die wir jetzt auch schon brauchen können, Leute. Zack! Gebaut. Die Sauerstoffflasche ist unser. Damit können wir noch länger tanken. Okay, wie sieht es denn sonst so aus? Wir haben ja. Was ist denn das? Normalerweise haben wir jetzt noch so viel. Plastik gehabt. Okay, bauen wir mal hier fahren ein bisschen weiter aus. Guck mal, das sieht doch super aus. Hey. Das hab ich gerade aufgebaut. Mist. Guck mal, Leute, wir fahren schon wieder an der Insel entlang. Aber wir haben kein Haifisch für. Wir haben überhaupt keinen Haifischköder, das ist ein Problem, oder haben wir einen? Ich habe es nur mal vergessen. Aber wir steuern mal auf diese Insel zu. Ja, das da müssen wir eigentlich mal reparieren. Makrele. Und wir tauschen mal hier. Obwohl, die drei würde ich gerne noch weg. Produzieren. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir legen doch mal hier den Anker aus, ne? Was meint ihr? Schau ein bisschen mehr ran. Geht das? Geh ein bisschen näher ran. Naja, dann muss das wohl so gehen. Ist ja auch nah genug. Nächste Insel. Neue Insel, neues Glück. Ach, jetzt fällt es wieder ein. Oh nein. Da war ich ein bisschen gierig. Das war ja jetzt wirklich unklug. Wir haben unsere Plastikflasche hier weggemacht. Aber wir haben jetzt zum Glück wieder, da können wir eine neue bauen. Und das ist okay. Stellen direkt mal eine neue Plastikflasche her. Hier kommt ein bisschen mehr Ananas. So,
auf lange Sicht müssen wir echt mal schauen. So. Würde ich echt lieber mal schauen, dass wir Haifischköder wieder kriegen. Kann man noch so einen Öfen? Wenn wir eine ganze Reihe von Öfen bauen. Ja, das können wir enttauschen. Und dann können wir hier immer drei auf einmal jetzt einschmelzen. Denn das werden wir wieder brauchen, ne? Definitiv. Und ganz sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guck mal, 6 Ziegel haben wir wieder. Es wird wieder Nacht. Vielleicht haben wir ja Glück und können die Haie erst über Nacht langsam töten. Okay. Ich glaube, wir müssten den Turm auch ein bisschen höher bauen. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Holzaxt. So ein bisschen von allem brauchen wir auf jeden Fall. Neue Holzaxt, neuen Haken und runden Lachs. Sehr gut. Können wir den aufeinander packen? Ja. Mal hier Kartoffeln. Das können wir alles so ein bisschen frei machen. Entschuldigung. Okay, ja, wir bauen noch eine vierte Schmelze und tun da auch nochmal dieses Eisenerz hier rein, denn das brauchen wir jetzt demnächst. Denn wir wollen einen neuen Speer bauen. Ah, Planken brauchen wir da, das ist blöd. Wir haben nicht mehr so viele Planken. Also einen neuen Speer brauchen wir und einen neuen Haken. Aber Planken gibt es ja hier noch ein paar. Oh, einige. Okay, ja, essen müssen wir, trinken müssen wir, mehr Kartoffeln brauchen wir, ein bisschen was essen wollen wir, dann noch ein bisschen was trinken. Wasser nachfüllen ist auch immer wichtig. Okay. Okay, was ist denn mit einem neuen Stein, mit einer neuen Steinaxt? Brauchen wir natürlich Stein für, ja, macht ja Sinn. Brauchen wir eine Steinaxt und die alte, die schmeißen wir ins Wasser. Ja, aber auf lange Sicht definitiv brauchen wir, werden wir diesen Haiköder brauchen, deswegen müssen wir ein bisschen weiter fischen. Ja, leider nicht immer, dass wir das kriegen, ne? Was wir wollen, kriegen wir. Eisenbarren gut. Ja, Leute, was können wir tun? Also, was ist das, was wir tun müssen eigentlich? Na, ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht, dieses Ding hier reinzupacken. Weiß ich gerade gar nicht.
Ja, also mein Floß ist ja auch ein guter Haiköder, ne? Um es mal so zu sagen. Aber irgendwann geht uns das Holz aus, wenn wir den die ganze Zeit reparieren müssen. Ach. Schwierig. Schwierig, schwierig. Immer noch mal ein paar Planken, noch ein paar Planken. Alles gut. Tja, also wenn wir hier fertig sind, dann werden wir genug Bodenbarsch haben. Definitiv. Der kommt ja wirklich, auch in ausreichender Menge kommt der hier wirklich rein. Wie viel Metall haben wir denn gerade? Oh, Makrele. Ich glaube, also sagt mir, wenn ich falsch liege, aber ich werde mal eine Sache probieren. Ich werde die andere Angel mal bauen. Ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen an der Angel sind. Mal die andere Angel aus. Muss ja irgendwie hier weitergehen, ne? Ja gut, über Nahrung brauchen wir uns demnächst keine Sorgen mehr zu machen. Und die Frage ist, brauchen wir jetzt halt überhaupt irgendwas? Ich glaube, ich hisse den Anker. Wir sind nicht ausreichend vorbereitet hier. Und wir sammeln uns lieber so. Nutzen lieber die nächsten Minuten noch, um uns entsprechend auf dem hohen Ozean weiter vorzubereiten. Ja. Was ich auf jeden Fall haben möchte, nämlich, ist die Möglichkeit, unser eigenes Holz mal noch anzubauen. Ja, ich kann da auf keinen Fall tauchen, wenn ich nichts habe, um die Haie abzulenken oder irgendwie anderweitig zu töten halt. Ne? Eine andere Hai. Ahoi, Hai. Eine Schwachstelle wohl. Können wir mal generell mal wieder ein bisschen gucken. Hier was zu reparieren. Ja, Planken, sehr gut. Ansonsten fangen wir nämlich an. Fangen wir an, von da oben ein bisschen weiter auszubauen. Ne? Und weiter, immer schön weiter fischen. Wir machen jetzt diese Angel kaputt. Und schauen vielleicht auch mal ein paar bessere Kisten zu besorgen. Was meint ihr? Gar nicht so verkehrt. Oh, eine Kerze in der Flasche, Leute. Traumhaft. Sieht hier echt schönes Zeug. Geht die auch an? Ja, geht nicht an. Schade. Ja, schippern wir mal weiter in den Horizont hinein, der noch nicht aufgeht, kommt in die Sonne hoch. Ja, Richtung Osten fahren wir also gerade. Sehr interessant. Und versuchen uns weiterhin diesen Haiköder zu bauen. Oder gibt es mittlerweile auch irgendwas anderes? Wir könnten uns auch mal so ein Vogelnest bauen. Dazu brauchen wir eine Muschel. Die haben wir doch. Bauen wir uns doch mal ein schönes Vogelnest hier. Was meint ihr? Ach, die Netze sind klasse, Mensch. Freut mir. Bin ich wieder komplett an die Hülle. Die Sau. Oh, entschuldigt, ausnahmsweise.
sieht's hier aus? Können geerntet werden, super. Können wir neue Kartoffeln. Schade. Ich weiß gar nicht, was man da rauskriegt, aber. Der Haiköder ist mir schon wichtig. Ja, eine hohe See. Eine hohe Seebrasse, Leute. Cool. So, was brauchen wir für die bessere Truhe? Wir brauchen so ein Scharnier. Dann bauen wir hier mal ein richtiges Lager auf dem Thema auf. Ne? Kann ich hier noch diese. Hervorragend. Da fehlt uns ein bisschen Holz. Aber jetzt dürfte Holz ja überhaupt kein Problem sein. Hallo? Oh, Federn, schön. Mit Federn können wir später auch irgendwas Cooles machen. Aber ich weiß gerade nicht, was. Unser cooler Speer ist kaputt. Na gut. So, weiter. Das Lager möchte ich noch haben. Ups. Fähren wir das. Bauen das erstmal so hier auf. Okay, was kommt denn da jetzt rein? Hier kommt erstmal, sage ich mal, einfach alles rein. Moment. Ich glaube, ich muss sowieso was wissen. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte dieses Fass haben. Yeah! Jawohl, Stein und Müll, genau was ich haben wollte. Und Wasser. Genau, in dem Nest landen diese Möwen. Und die kann ich irgendwann auch töten und ihr Fleisch verarbeiten, unter anderem. Aber auch Federn kriege ich von diesen Nestern. Was auch gut ist. So, hier kommt erstmal ins Lager, weil ich mit Nahrungsmitteln echt immer so ein paar Problemchen habe. Kommt jetzt hier erstmal alles rein, was mit Nahrung wichtig ist. Ich glaube, die Feder packe ich da auch mal rein. Genau. Achso, wahrscheinlich sind die Eisenbarren hier wieder fertig. Und dann würde ich auf lange Sicht würde ich gerne die Sachen tauschen. Also hinter jedes dieser Kisten ein Lager. Also hinter jedes Kistchen ein großes Lager noch. Weil ich immer bestimmt noch Sachen drin sind. Kartoffeln und all so ein tolles Zeug hier noch drin ist. Das super. Genau. Kartoffeln. Fisch gibt es hier noch mehr. Perfekt. Ach, Trauer. Dann angeln wir doch nochmal. Ach so, und Zeug. Müssen wir wieder einsammeln. Wenn die Netze auch zu voll sind, dann können wir auch einen. Können einen Haiköder wieder bauen, oder? Cool. Dann können wir beim nächsten Mal bestimmt wieder an der Insel anlegen. Erstmal bauen wir einen Haiköder. Den tun wir hier erstmal nach rechts auch mal. Sehr gut. Großartig. Und dann können wir wirklich auch mal anfangen, hier das Zeug zu verarbeiten, das Kupfer zu verarbeiten. Und das Kupfer können wir noch hier rein. Nein, ich habe einfach nur von zu kommen. Oh, hier werden wir schneller. Interessant. Wo sie? Krasse. Möwe.
Okay, Plastik haben wir wieder. Sehr gut. Ja, und weiterhin brauchen wir natürlich auch wieder Holz. Vielleicht legen wir uns jetzt mal langsam doch einen Vorrat an. Federn. Liefert ja Federn ohne Ende, das Ding. Okay, genau, wir brauchen auch gleich Wasser. Und wieder was zu essen. Alles klar. Achso, genau, ich wollte gerne das Metall anfangen. Alles klar, Leute. Dann versorgen wir uns gerade mal noch mal einmal selber mit Zeug. Seile können wir auch schon mal wieder anlegen. Und dann wird es wieder Zeit hier ganz klar dafür zu sorgen, dass die Kartoffeln weiter wachsen. Und so ein Mini-Schuhbeet. Dass wir weiter wachsen. Und dann nochmal Fische auf den Tisch kommen. Nehmen wir doch mal von uns. Ja. Wasser mal. Super. Der Hai, ich glaube, der will was. Ja. Der macht jetzt noch mehr. Den machen wir. Machen wir die ersten Kupferbach. Ja, Leute, damit beenden wir den Stream für heute, die Folge für heute. Wir steuern in ferner Zukunft auf ein anderes Floß zu und unser Floß, unsere Produktionsrate wächst. Und wir haben einen Haiköder, das heißt, die nächste Insel wird wieder unser sein. Gut, das aber alles beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine super tolle Zeit. Macht's gut. Ciao.